Matthias Mayer hat das erste Abfahrtraining der alpinen Skiherren auf der Kitzbüheler Streif am Dienstag mit Bestzeit beendet. Der Kärntner lag 0,15 Sekunden vor dem Kanadier Benjamin Thomsen, 0,24 Sekunden. Vor seinen Landsmann Daniel Dankelmeier, der am Montag auf verkürzter Strecke die Europacup-Abfahrt gewonnen hatte, und 0,33 vor dem Südtiroler Dominik Paris. Hinter dem Franzosen Johann Clery reihte sich Hannes Reichelt als Sechster ein, 0,91. Wengensieger Vincent Kriechmeier hatte 1,76 Sekunden Rückstand. Die eisigen Verhältnisse auf der Streif forderten den Athleten bei Prachtwetter alles ab. Mittwoch erhalten die Abfahrer einen Pausetag, Donnerstag erfolgt das zweite Training für den Klassiker am Samstag. Alpiner Ski-Weltcup der Herren, wer sind die Titelverteidiger? Disziplinsieger Gesamt Marcel Hirscher, AUT, Abfahrt Beat Voits, SUI Super Cheek Stettil Jansruth, NOR, Riesentorlauf Marcel Hirscher, AUT, Slalom Marcel Hirscher, AUT, Kombination Peter Phil, ITA, Nationenwertung Österreich.